wählen sollten wir alle, weil Demokratie das wichtigste Mitbestimmungsrecht ist, was wir nun mal halt in unserer Gesellschaft haben. Wer nicht wählen geht, hat auf jeden Fall ein Stückchen Mitverantwortung dafür, wenn Entscheidungen getroffen werden, die nicht in seinem Sinne sind. Was ich in Deutschland dringend ändern möchte, ist vor allem, dass wir jetzt, nachdem wir die Corona-Pandemie so langsam hinter uns lassen, endlich wieder mal voll durchstarten und das gesellschaftliche Leben wieder beginnen lassen. Deutschland aktuell in drei Worten ist ein bisschen eingeschlafen, verängstigt und dennoch optimistisch. Ich mache mir Sorgen, dass die Corona-Pandemie weiter unser Leben bestimmen wird. Stolz bin ich auf, dass trotz allen Widrigkeiten wir hier eigentlich immer noch ein funktionierendes demokratisches System haben. Was mich an der Parteiarbeit besonders reizt, ist man lernt halt innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit extrem viele Menschen kennen mit ganz besonderen Anliegen, was ich glaube, so in der Form in keinem anderen Betätigungsfeld gibt. Was mich daran besonders nervt, ist vor allem Sitzungen, die kein Ende finden wollen und dann hinterher bis tief in die Nacht dauern. Wenn ich nicht in den Bundestag gekommen wäre, würde ich jetzt sehr gute Frage. Ich habe darauf ehrlich gesagt keine so richtige Antwort, weil ich quasi noch in meinem Studium in den Bundestag gekommen bin, sodass ich so ein richtig, ich sag mal, normales Leben nie begonnen habe.